Geschichten, sie ist gruselig, sie wird alle erschrecken, sagte der Ehemann lachend über seine verbrannte Frau. Tamires befindet sich mitten in einem intensiven emotionalen Dilemma, nachdem sie einen Brand überlebt hat, der Narben hinterlassen hat. Eine unerwartete Hilfe hätte ihr Leben fast komplett verändert. Eine alte Romanze kehrt zurück und bringt schockierende Enthüllungen mit sich, und die Entwicklung dieser Ereignisse könnte ihre Zukunft komplett verändern. Was passiert, wenn alte Geheimnisse auf aktuelle Realitäten treffen? Entdecken Sie, wie Tamires mit den komplexen Folgen ihrer Vergangenheit umgeht. Schließen Sie sich uns jetzt in dieser fesselnden Erzählung an. Wenn Sie bereits ein Fan unseres Inhalts sind und uns weiterhin unterstützen möchten, aufregende Videos zu erstellen, bitte unterstützen Sie uns, indem Sie auf den Gefällt mir-Knopf klicken. Nun zum Video. Es war ein scheinbar ruhiger Nachmittag in dem Geschäft, in dem Tamires arbeitete, als sie Tamires hörte, lauf nach Hause, es brennt, rief Sony und deutete auf den dichten Rauch. Als Tamir die Schreie hörte, zitterten seine Beine und er begann, in Richtung seines Hauses zu laufen, erinnerte sich aber daran, dass er den Laden abschließen musste. Nachdem die Schlüssel mehrmals aus seinen Händen gefallen waren, riss Sonja sie ihm aus den Händen und sagte, ich schließe ab. Keine Panik. Während Tamires nach Hause rannte, erreichte sie den Ort, der nur 2 Blocks entfernt war. Sie entdeckte, dass ihr Ehemann noch im brennenden Haus war. Wie kann das sein, dass Enrique noch dort ist? Was macht er, dass er nicht rechtzeitig herauskam? Enrique war Tamires Ehemann und Sonias Cousin. Es waren noch keine Feuerwehrleute vor Ort, und das Feuer hatte merkwürdigerweise in der Waschküche begonnen, fast so, als hätte jemand absichtlich Benzin vergossen und das Feuer angefacht. Einige Leute standen vor dem Haus, aber sie beobachteten nur, niemand versuchte, das Feuer zu löschen. Die Familie Lima war im Viertel nicht sehr beliebt, vielleicht weil sie besser lebten als die anderen und auch weil Enrique nicht trank und seine Frau nicht misshandelte, was die anderen Männer taten und darauf bestanden, dass es nicht falsch sei. Enrique kleidete sich immer gut und trug hochwertiges Parfüm, ungeachtet der Ratschläge anderer Männer. Tamires züchtete seit ihrer Kindheit Orchideen, eine Leidenschaft, die wenige im Viertel verstanden, und die Frauen beneideten sie, denn jede von ihnen würde mit Enrique bis ans Ende der Welt gehen, auch wenn sie die Konsequenzen mit ihren Ehemännern kannten. Warum stehen sie nur da? Fragte Tamires schreiend, während sie in ihr brennendes Haus rannte. Ivan, ein Nachbar, mit dem sie zur Schule gegangen war und den sie abgelehnt hatte, hielt sie fest, bevor sie in den Rauch eindrang. Bist du verrückt geworden? Du wirst sterben, sagte er, aber sie biss ihm in die Hand und er schrie, du Verrückte, du wirst dich verbrennen. Trotz der Warnungen der Umstehenden benutzte Tamires einen Hammer, um sich einen Weg durch die Flammen zu bahnen und Enrique zu retten. Sie konnte ihren Geliebten bergen, erlitt jedoch schwere Verbrennungen, während Enrique fast unversehrt herauskam. Nachdem sie Enrique gerettet hatte, stellte sie fest, dass er betrunken war, was sie schockierte, da er normalerweise nicht trank. Kraftlos und schwer verletzt waren die wenigen Worte, die sie sprechen konnte, dazu bestimmt, ihren Ehemann zu konfrontieren, warum er betrunken war, aber er, noch immer verwirrt von der Situation, wusste nicht, was er antworten sollte. Im Krankenhaus wurde Tamires darüber informiert, dass sie stationär aufgenommen werden und in ein spezialisiertes Verbrennungszentrum in der Hauptstadt überwiesen werden müsste. Außerdem müsste sie ihr Gesicht und Teile ihres Körpers für einige Tage bandagiert halten, um die Heilung der Verbrennungen zu unterstützen. Nach ihrer Ankunft in der Hauptstadt erhielt sie Anweisungen, im Notfall Krankenschwestern mit einem Notfallknopf zu rufen. Trotz der schmerzhaften Umstände bestätigte sie, dass sie die Anweisungen der Ärzte verstanden hatte.
Mach dir keine Sorgen, du wirst dich erholen, trotz der Schwere. Einige Narben werden bleiben, aber nicht so viele, wie man erwarten könnte, sagte der Arzt, der sie behandelte. Sie ließ ihre Hand kraftlos fallen. Es ist das Ende, ich werde von Enrique nicht mehr begehrt werden, dachte sie, während Tränen ihren Weg fanden. Sie glaubte, ihr Gesicht würde stark entstellt sein, und er, der immer alles Schöne liebte, hätte einen Grund, sie nicht mehr zu mögen. Enrique erschien am nächsten Tag und trotz des bandagierten Gesichts erkannte sie ihn sofort. Meine Liebe, wie geht es dir? Wenn es dich nicht gäbe, wäre ich jetzt nicht hier. Es war töricht, ich bin schuldig, sagte er verzweifelt und fühlte sich schuldig. Ich habe getrunken, weil ich am Boden zerstört war. Mein Chef hat erfahren, dass er Vater wird, er war überglücklich, ich konnte seine Freude kaum ertragen, so neidisch war ich. Deshalb habe ich getrunken, erklärte Enrique, während Tamires erneut weinte. Er besuchte Tamires täglich, aber sie sprach wenig, verzehrt von den Unsicherheiten über die Zukunft, obwohl Enrique ihre bedingungslose Unterstützung zusicherte. Tamir fühlte, dass dies nicht der Wahrheit entsprach, da ihre Beziehung mehr von Schuld als von echter Zuneigung geprägt war. Er glaubte, hätte er an jenem Tag nicht getrunken, hätte er das Feuer bemerkt und rechtzeitig das Haus verlassen können. Am Vorabend der Entfernung der Verbände überprüfte der Arzt, der sie von Anfang an betreut hatte, ihren Zustand und beruhigte sie bezüglich der bevorstehenden Prozeduren. Die Verbände wurden entfernt und Tamires, die sich im Spiegel sah, war entsetzt, obwohl der Arzt versicherte, dass die Heilung noch fortschritt. Kurz vor ihrer Entlassung hörte Tamires, wie Enrique am Telefon geringschätzig über ihr Aussehen sprach, was bestätigte, dass ihre Befürchtungen über die fehlende wahre Liebe berechtigt waren. Sie sieht erschreckend aus, wenn das nicht behoben wird, wird sie viele Menschen erschrecken, sagte er lachend. Am Boden zerstört wurde sie vom Arzt getröstet, der sie ermutigte, ihre Optionen sorgfältig zu überdenken, bevor sie den nächsten Schritt in ihrem Leben entschied. Der Arzt mochte Tamires wirklich, er fand sie entzückend und verstand alles, was sie durchmachte. Er stand immer auf der Seite seiner Patienten und in dieser Situation würde Alexander nicht anders handeln. Er wollte ihrem Ehemann eine Lektion erteilen, wusste jedoch, dass er kein Recht dazu hatte. Er schlug vor, dass sie eine Weile unter seiner Obhut bleiben sollte und lud sie ein, einige Tage in seiner Wohnung zu verbringen, die in der Nähe des Krankenhauses lag. Tamires war überrascht, entschied sich jedoch dafür, da die Rückkehr nach Hause keine Bedeutung mehr für sie hatte. Als sie in der Wohnung ankam, betrachtete Tamires den geräumigen Ort mit modernen Möbeln. Hier wohne ich, du kannst im Gästezimmer übernachten, sagte Alexander. An jenem Tag half sie beim Kochen und ließ ihr Handy die ganze Zeit ausgeschaltet. Nur ihre Mutter wusste, wo sie war, nachdem sie versprochen hatte, dass keine andere liebende Seele es erfahren würde. Alexander servierte Tamires Rotwein, in der Hoffnung, dass er bei der Erholung und Stresslinderung helfen könnte. Nachdem sie getrunken hatte, lobte Alexander Tamires, was ihr einen Funken Hoffnung gab, und in jener Nacht, voller Gedanken, blieben die beiden zusammen und schliefen miteinander. Am nächsten Morgen stürmte Enrique in die Wohnung, beschuldigte Tamires, abstoßend und untreu zu sein. Er hatte die Adresse von ihrer Mutter erhalten, nachdem er keinen direkten Kontakt zu ihr herstellen konnte und sie nicht im Krankenhaus gefunden hatte. Nach der Invasion und dem Skandal erklärte Tamires die gesamte Situation und sagte, dass sie trotz ihrer Entlassung noch Pflege benötigte, aber Enrique hörte nicht auf das, was sie sagte. Tamires war am Boden zerstört, als sie erkannte, dass er ihr das Geschehene nicht verzeihen würde. Nachdem Enrique gegangen war, versuchte Alexander, Tamires zu trösten, indem er vorschlug,
dass sie mit Enrique sprechen sollte, bevor sie übereilte Entscheidungen traf. Tamires glaubte jedoch, dass es keine Chance auf Versöhnung gab, aufgrund eines Eheversprechens, das sie beide gemacht hatten, und Treue niemals zu vergeben. Alexander schlug dann vor, dass Tamires unabhängig von den Umständen länger bei ihm bleiben könnte, da er Kontakte hatte, die helfen könnten, ihre Narben zu korrigieren. Er ging zur Arbeit und ließ Tamir allein, um über ihr Leben voller Zweifel und Gedanken über ihre ungewisse Zukunft und die Missverständnisse nachzudenken, die ihre Beziehung zu Enrique erschüttert hatten. Verzweifelt entschied sich Tamires, in einem nahegelegenen Park spazieren zu gehen, wo eine Frau namens Wanda sie ansprach und um Geld bat. Die freundliche Tamires half Wanda, und als Antwort versuchte Wanda, sie mit Essen und Trinken aufzumuntern. Nachdem sie gemeinsam getrunken hatten, stahl Wanda jedoch alles Geld aus Tamires Tasche und verschwand, wodurch Tamires betrunken und allein im Park zurückblieb. Als sie aufwachte, noch beeinträchtigt vom Alkohol, rief sie Enrique an, der immer noch in der Hauptstadt war, und er rannte verzweifelt in den Park. Nach einer hektischen Suche fand er Tamires schlafend mit einer offenen Tasche neben sich. Als Enrique bemerkte, dass seine Frau vollkommen betrunken war, was untypisch für sie war, da sie normalerweise nur leichten Wein trank, war er besorgt und verwirrt. Er half ihr aufzustehen, und nach Schwierigkeiten, ein Taxi zu bekommen, brachte er sie schließlich nach Hause. Am nächsten Tag wachte Tamires mit starken Kopfschmerzen auf, ohne klare Erinnerungen an die Ereignisse des Vortages, entschlossen, für ihre Ehe zu kämpfen. Sie fand eine Notiz von Enrique über eine Geschäftsreise und das Versprechen eines zukünftigen Gesprächs. Mit schwerem Herzen überlegte Tamires, wie sie sich rehabilitieren und Enrique überzeugen könnte, dass er alles war, was sie brauchte. In jener Nacht bedauerte der Manager des Geschäfts, in dem Tamires arbeitete, dass sie aufgrund ihres Aussehens nicht mehr im Kundenkontakt arbeiten könnte, und übergab ihr eine zusätzliche Entschädigung zusammen mit ihrer letzten Zahlung. Das machte Tamires besorgt über die Schwierigkeit, in ihrer Stadt Arbeit zu finden, trotz ihrer Zuneigung zum Laden und einer guten Beziehung zum Manager. Kurz darauf besuchte ihre Freundin Sonja sie überraschend. Da Enrique das Haus gut versorgte, minimierte das Tamires Sorge über ihre Arbeitslosigkeit. Sonja war immer in der Nähe, half ihrer Freundin und versuchte, Tamires Gesellschaft zu leisten, wann immer Enrique verreiste. Monate nach diesen Ereignissen schien alles gut zu laufen, und jene Nacht mit Alexander war vergangen, bis eines Tages Tamires aufwachte und sich unwohl fühlte. Sie erwachte mit einem seltsamen, tiefen Gefühl, dass sich etwas in ihrem Leben ändern würde. Sie stand auf und bemerkte beim Vorbeigehen am Badezimmerspiegel, dass ihre Silhouette anders aussah. Mit dem Ehemann Enrique auf einer Geschäftsreise spürte sie eine Welle von Nervosität, als sie feststellte, dass ihr Bauch sichtbar größer war. Nach einem schnellen Gang zur Apotheke und einem Schwangerschaftstest bestätigte sich die Realität. Tamires war genau 6 Monate schwanger. Trotz ihrer anfänglichen Sorge über das Datum der Zeugung beschloss sie, nicht darüber nachzudenken. Als sie die Nachricht mit Enrique teilte, wich die anfängliche Überraschung schnell Freude und Begeisterung. Enriques Traum wurde Wirklichkeit, und das Paar verband sich emotional auf eine neue, kraftvolle Weise, voller Vorfreude auf die Ankunft des Babys. Tamires hatte eine gesunde Schwangerschaft, und Matthäus wurde ruhig nach 9 Monaten geboren. 2 Monate nach der Geburt des kleinen Matthäus wurde die anfängliche Freude durch Sorgen überschattet, als er Anzeichen zeigte, dass er krank war. Besorgt brachte Tamires ihn ins örtliche Krankenhaus, in der Hoffnung, dass es etwas Einfaches zu beheben wäre. Im Krankenhaus erkannten die Ärzte, dass es ernster war, als es schien, und wiesen das Baby in die Hauptstadt über.
Als sie in der Notaufnahme ankamen, näherte sich ein bekanntes Gesicht, Dr. Alexander, der Arzt, der sich zuvor um Tamires gekümmert hatte. Die gegenseitige Anerkennung war sofort, und die Überraschung in Alexanders Augen war greifbar. In diesem Moment wurde Tamires von einem Wirbel aus Emotionen und Erinnerungen überwältigt, die sie an jene Nacht erinnerten, und in diesem Moment fürchtete sie die Möglichkeit. Bis dahin hatte Tamires Alexander nicht in Betracht gezogen, dass er der Vater von Matthäus sein könnte, was ihr Herz zum Stocken brachte. Das Kind wurde von Laura betreut, die Alexanders Ehefrau war. Der Arzt bewahrte seinen Professionalismus, aber mit einer Sanftheit in seinem Blick folgte er sorgfältig der Behandlung von Matthäus. Das weckte Lauras Neugier. Was für eine unerwartete Begegnung, ist das Ihr Sohn? Fragte Alexander. Ja, das ist mein Sohn, antwortete sie. Dann überkam ihn ein Verdacht, er zögerte nicht und stellte die nächste Frage ganz unverblümt. Wie alt ist er? 2 Monate, antwortete Tamires und senkte ihren Blick. Alexander schien nachdenklich, nachdem er das Alter des Babys erfragt hatte, als würde er in seinem Kopf rechnen. Inzwischen hatte Laura endlich die Gelegenheit, die Kehle des Jungen zu untersuchen und legte das Instrument zur Seite, während sie interessiert dem Gespräch folgte. Kennt ihr euch? Fragte Laura. Ja, antwortete Alexander, Tamire wurde vor einiger Zeit von mir behandelt. Nun, ich bin für heute fertig. Komm in mein Büro, wenn du fertig bist, und wir gehen zusammen, sagte er und verließ die Praxis, nicht ohne Tamires einen letzten Blick zuzuwerfen. Nach einigen Tests versicherte Laura Tamires, dass der Zustand behandelbar sei und dass Matthäus sich vollständig erholen würde. Die Last auf Tamires Schultern wurde leichter, aber eine neue Sorge begann sich in ihrem Herzen zu formen. Alexander wartete auf dem Flur auf Tamires. Sie kam etwa 10 Minuten später heraus. Tamires beschloss zu warten, um einige Worte zu wechseln. Wie geht es dir, Tamir? Fragte sie und lächelte leicht, während sie Matthäus in den Armen hielt, der auch lächelte, als er seinen Onkel sah. Mir geht es gut, sagte sie, und dein Ehemann? Ihr wart zusammen, ich erinnere mich, dass beim letzten Mal, als wir sprachen, ein Problem in eurer Beziehung war. Tamires antwortete nicht, sie schaute nur aus dem Fenster. Entschuldigung, wir müssen gehen, ein Auto kommt, um mich abzuholen. Enrique sagte, er würde einen Fahrer schicken, sagte Tamires. Klar, ich verstehe, bis bald, sagte der Arzt. Tamires winkte und während sie sich entfernte, drehte sie sich um und antwortete, nein, er ist es nicht. Alexander blieb stehen und sah ihr nach. Dann kam ihm plötzlich eine neue Idee. Er zog die Tür auf und kehrte schnell in die Praxis zurück, wo Laura war. Laura, du hast das Mundspatel nicht weggeworfen, oder? Das du benutzt hast, um die Kehle des Jungen zu untersuchen, fragte er eilig. Sie sah ihn an und sagte, es ist noch hier, auf dem Tisch. Warum? Gib es mir bitte, ich erkläre später, sagte er, nahm das Einweginstrument und verließ schnell die Praxis. Nach dem emotionalen Wirbel fand sich Alexander in einem Meer von Zweifeln und Unsicherheiten wieder. Die Angst verzehrte ihn, und er fühlte das Bedürfnis, eigenständig nach Antworten zu suchen, ohne seine Absichten jemandem zu offenbaren. Heimlich schickte er DNA-Proben des Babys und seine zur Vaterschaftsanalyse. Als Tamires nach Hause kam, informierte sie den Ehemann, dass das Kind eine Behandlung zu Hause durchlaufen müsste, aber dass es notwendig sei, in 15 Tagen ins Krankenhaus zurückzukehren, um die Tests zu wiederholen. Sie wusste nicht, dass Alexander in diesem Moment eine quälende Wartezeit auf das Ergebnis durchlebte.
Er reflektierte über die möglichen Konsequenzen seiner Handlungen und fragte sich, ob sein Eingreifen tatsächlich Frieden bringen oder nur Verwirrung stiften könnte. Sein Herz war zwischen dem Bedürfnis, die Wahrheit zu wissen, und der Angst, eine Familie zu destabilisieren, zerrissen. Trotz seiner Zweifel über das Baby stellte er sich eine Zukunft mit Laura vor, für die er Zuneigung empfand und gemeinsame Interessen teilte, obwohl er nie dieselben Gefühle für sie hatte wie für Tamires in nur einer Nacht. Schließlich kam Stunden später das Ergebnis, und mit ihm eine unerwartete Offenbarung: Alexander war nicht der Vater von Matthias. Die DNA bestätigte, dass Enrique, der Ehemann von Tamires, tatsächlich der biologische Vater des Kindes war. Angesichts dieser Entdeckung empfand Alexander eine komplexe Mischung aus Erleichterung und Traurigkeit. Erleichterung darüber, dass er keine Familie auseinandergebracht hatte, aber Traurigkeit, weil er sich für einen Moment eine Zukunft mit diesem Kind vorgestellt hatte. Laura, die die Seltsamkeiten ihres Partners an jenem Tag nicht verstand, konfrontierte Alexander mit dem, was vor sich ging. Er versuchte, ihr die ganze Geschichte zu erklären, wurde jedoch von Laura unterbrochen, die das Papier aus seinen Händen nahm und sah, dass es ein DNA-Test war, bei dem das Ergebnis negativ ausfiel. Laura schlug sogar vor, dass er mit Tamires sprechen sollte, die in 15 Tagen einen Termin hatte. Mit der Wahrheit in der Hand wusste Enrique, dass er eine schwierige Entscheidung zu treffen hatte. Er könnte diese Information für sich behalten, aber Ehrlichkeit und Integrität trieben ihn dazu, das Richtige zu tun. So entschied er sich, Tamires am Tag des Termins zu gestehen, was passiert war. Laura rief Alexander herein und offenbarte Tamires, was er heimlich getan hatte. Er erzählte, dass das Ergebnis negativ war, was Tamires anfangs verwirrte, aber sie erkannte, dass dieser Test ihr auch die Gewissheit gab, die sie bis dahin nicht hatte. Mit der offenbarten Wahrheit und beruhigten Gemütern setzte Tamir ihr Leben ruhig fort, wissend, dass ihre Ehe stabil und glücklich war. Alexander erkannte durch diese Situation, dass er bereit war, Vater zu werden, und sprach darüber mit Laura. Matthias wuchs sehr gesund auf, er bekam einen Bruder, als er 2 Jahre alt war, und so führte die Familie von Tamir ein glückliches und vollständiges Leben. Glaubst du, dass Alexander ein besserer Vater als Enrique gewesen wäre? Was glaubst du, hätte Enrique getan, wenn er von Tamirs Zweifeln gewusst hätte? Denkst du, es war falsch von Alexander, diesen DNA-Test heimlich durchzuführen? Erzählt uns in den Kommentaren. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören. Bis zu unserem nächsten Treffen.